Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sprechen heute mal nebenher über, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, menschliche Abgründe. Es waren ja jetzt viele Dinge auch in den Medien. Wenn du das Video guckst, ist das Thema wahrscheinlich auch schon durch. Aber du kennst es wahrscheinlich auch aus deinem Umfeld, wo du dir einfach bei manchen Leuten denkst, so, was? Also, ich finde es immer faszinierend, wie sehr Menschen beispielsweise Alltagsrassismus betreiben. Und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich nicht in der Lage, da allen und jeden zu verbessern. Und Erziehungsmaßnahmen, das machen eh keinen Sinn. So, es gab ja jetzt diese Aiwanger, der ist ja mit dem Söder zusammen in Bayern an der Macht. Welche Partei ist er? Freie Wähler? Keine Ahnung. Und der Hubert Aiwanger, der war schon immer schwierig. Er war schon immer schwierig. Also ich kenne ihn nicht anders. Besonders in der Zeit Pandemie und so, da hatte er ja etliches dummes Zeug von sich gegeben, was ja, ja auch schon Hinweis ist, wie der Mann gepolt ist. Und jetzt ist ja dieses Pamphlet aufgetaucht aus der Schule, dieses, was war es, ein Flugblatt, in dem er so richtig menschenverachtendes Zeug abgelassen hat. Und der war doch schon immer so, ne? Und ich glaube, irgendwie ein Klassenkamerade von ihm hat irgendwie auch gemeint, weil er hat ihn verpfiffen, weil er hat erst gesagt, das war er nicht, es war sein Bruder und dann war es doch wieder. Und ein Klassenkamerade von ihm hat ihn ja verpfiffen, weil er immer so gut, guter Hitler-Kommentator war, nicht Kommentator, sondern er hat Hitler immer so schön nachgemacht. Gut, als Kind macht man etliche dumme Dinge, also da braucht man nicht drüber reden. Aber es legt halt schon den Grundstein dazu, für was du, was für ein Erwachsener du wirst. Und das ist halt schon mega krass so. Und jetzt sind ja aber alle durch die Bank so geschockt, wie er so sein kann und so. Man merkt ja auch so ein bisschen, man ist noch so im Sommerloch. Und da wundere ich mich auch so ein bisschen drüber. Aber gut. Im Süden sind ja noch Ferien, ich glaube diese Woche noch oder so. Und dann geht's los. Naja. Und diese menschlichen Aussetzer, die kenne ich aber auch so aus der Realität, wo du dir einfach denkst, so, was geht mit den Leuten ab? Was geht einfach mit den Leuten ab? Und ich habe ja viel in der Gruppentherapie auch gelernt, Menschen, also Verständnis für Menschen zu zeigen, die eventuell auch, ich bin keine Therapeutin, ich kann, darf Leute nicht therapieren oder irgendwie diagnostizieren. Ich habe in der Therapie gelernt, dass wir einfach solche Menschen auch so ein bisschen akzeptieren lassen und dass du halt Menschen natürlich etwas sagen kannst, aber du kannst sie auch nur dazu einladen. Und ich habe beim Fitness so ein paar, wo ich mir denke, so, what? Echt jetzt? Wirklich? Da laufen sie durch die Halle. Ja, durch die Ebene, Natalie, durch die Ebene und lassen dann so richtig dummes Zeug ab. Wir haben halt schwarze Sportler auch bei uns,
Die sind beim Taekwondo. Also wir haben jetzt schon länger keine mehr gesehen. Irgendwie, meine Stadt bildet irgendwie, also so hat mir eine mal das auf Englisch erklärt, meine Stadt bildet Leute in Taekwondo aus und da kommen die aus aller Welt. Und da hat doch echt mal einer irgendwie den knallharten Satz abgelassen, so, mir ist echt schlecht geworden. Mir ist wirklich schlecht geworden, als ich das gehört habe. So hat einer mal den knallharten Satz während dem Telefonieren abgelassen. So, ja, es wird ihnen die Sozialhilfe hinterhergeschmissen, jetzt kriegen sie noch den Sport geschenkt. So. Und dann schämst dich halt für solche Leute. Und ich habe auch schwarze Nachbarn, ne, also POCs. Und manch ein anderer Nachbar von mir ist da auch so nicht wohlgesonnen. Ich weiß und ich kann so ein bisschen verstehen, dass wenn so Kulturen aufeinandertreffen und POCs sind halt immer laut und hahaha und Party und so, dass das auf den Mensch unheimlich wirken kann. Na, also das soll keine Entschuldigung sein, um Himmels Willen. Also ich will damit nur sagen, ich kann verstehen, dass so von der Hautfarbe her Menschen, die so ganz dunkel sind, eben befremdlich auf Weiße wirken können. Auf gewisse Art und Weise. Aber dann hinterfrag dich doch mal. Du bist doch nicht die Nase, die darüber richtet, wie wer sein darf, geschweige denn, wie wer auszusehen hat. Und das geht halt einfach gar nicht. Und du merkst es so im Alltag, und mich wundert dieser, jetzt nenne ich es mal, Rechtsruck. Gerade was so die Wahlen betrifft, mich wundert das einfach nicht. Aber das ist ja auch nicht nur ein Problem, was in Deutschland herrscht, sondern es gibt ja auch in Italien diese Partei, die eben auch an der Macht ist. Man fragt mich nicht, ich kenne mich damit ausländischer Politik gar nicht aus. Und ich versuche mich, was Politik betrifft, so wenig wie möglich zu äußern. Denn nichts ist uncooler, ihr kennt die Leute, die sich über Politik äußern und einfach nur Halbahnungen weitergeben, so Stammtischgewäsch. Und ich finde, für mich gibt es nichts Schlimmeres. Ne. Und, aber wir waren noch nie so menschenverachtend wie jetzt. Und hat eine im Training. Dann so gemeint, ja, die Wagenknecht, die ist voll cool und so. Und wer sich mal so ein bisschen mit der Sarah Wagenknecht auseinandergesetzt hat, ich selber bin eher linksorientiert. Na, also so viel zum Thema. Und ich habe auch lange links gewählt, aber die kriegen auf keinen Fall mehr meine Stimme, weil das einfach mitnichten mehr irgendwie zu erklären ist. Aber die Sarah Wagenknecht als cool zu betiteln, da denke ich mir dann auch, wow. Mir begegnet gerade einfach dieser Alltagsrassismus, nenne ich ihn jetzt mal, begegnet mir gerade überall. Man hat eine irgendwie beim Training gemeint, so letzte Woche, hey, hier ist alles nur noch voller Ausländer, ich habe schon Angst. Und ich habe, glaube ich, jetzt erst verstanden, in meinem Kopf, nennt es naiv, in meinem Kopf habe ich immer gedacht, dass nur Deutsche in Deutschland rechts denken dürfen, also Nazis sind vor allem auch. Aber da tun sich ja viele auch so ein bisschen damit schwer und verstehen das nicht. Da geht man zu irgendwelchen Demos, gerade in der Corona-Pandemie, und findet die
unwahrscheinlich cool und vergisst aber, dass beispielsweise die also die Österreicher, die wie heißen die Interität, ich kann die gar nicht aussprechen. Interitäre Bewegung, irgendwie so. Boah, jetzt fällt es mir gerade auch nicht mehr ein. Auf jeden Fall gibt es in Österreich so richtig krasse Identitäre, heißen die. Damit gelaufen sind auch bekannte Neonazis waren da. Und dann schwört man, also diese Frau ist bei mir auch unten durch, die so einen Scheiß von sich gegeben hat. Dann schwärmt man über diese Demo und wie toll das doch so ist und alles so Peace und bla. Und ich kann mich noch daran erinnern, das ist ein paar Jahre her, wo ich genau zu der gesagt habe, du weißt aber schon, wer damit gelaufen ist. Und dass jede Menge rechtes Gesindel und Nazis damit gelaufen sind. Und die schwärmt weiter mit ihrem Mann vor mir und ich denke mir nur so, was? Leck mich doch am Arsch, das gibt's doch nicht. Und ich frage mich natürlich, wo dieses menschenverachtende Verhalten herkommt. Das ist in letzter Zeit immer mehr geworden so. Wie als wenn genau diese Menschen Angst hätten, dass sie zu kurz kommen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Das gibt es in jedem Land. So, die Schweizer, die mögen uns Deutschen ja nicht so. Wie sagt die Haselbrugger immer? Geschissener Gummihals, sagen die Schweizer, wenn sie richtig sauer sind auf die Deutschen. Geschissene Gummihals. Und ich wohne ja an der Schweizer Grenze. Ich habe jetzt die Schweizer nie richtig scheiße erlebt, muss ich wirklich sagen. So. Aber also, sowas gibt es halt echt auch in der Schweiz. Muss man sich jetzt mit so einem alltagsrassistischen Scheiß rechtfertigen? Für manche Menschen schäme ich mich wirklich. Das gibt's doch nicht, ne? Und ich kenne inzwischen so viele, die einfach ständig so ein rechtes Zeug ablassen. Also ich gehe inzwischen so damit um, dass ich den Leuten aus dem Weg gehe. Ich gehe den Leuten aus dem Weg, weil Fakt ist, du kannst die nicht ändern. Du kannst die so schlecht zum Umdenken bewegen. Na, ich nehme jetzt gerade die Palette. Die ist von Rival de Loup. Du kannst die so schlecht zum Umdenken bewegen. Weil Fakt ist, wenn die Person das jetzt noch nicht verstanden hat, wie soll sie es denn über dich verstehen? Und man muss das einfach, wie im Internet auch handhaben, streich diese Person aus deinem Leben. Sowas sollte man sich einfach nicht anhören. Echt nicht. Das ist einfach so wild. Und ja, ich finde so alltagsrassistisches Geschwätz, gerade auch von älteren Personen, für die das relativ schwierig ist natürlich, Dinge anders auszudrücken. Aber ich denke mir halt so, selbst mein eigener Vater ist gewillt, Dinge anders auszudrücken, ne? Und dann schaffen es doch die Jüngeren erst recht, die sich da eben richtig anstellen, was sich halt umgangssprachlich halt schon geändert hat, so, ne? Die sogenannte Punkt, 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 die Z-Soße, dass man das halt so einfach nicht mehr sagt, dass man nicht einfach irgendwie wahllos zu Asiaten Schlitzaugen sagt. Das kann man nicht bringen. Und selbst ich tue mir natürlich
bei manchen Sachen auch schwer und du überlegst dir halt zweimal, ist das jetzt menschenfeindlich, was ich da gesagt habe? Denn so wie ich schon gesagt habe, der Alltagsrassismus ist halt einfach das Allerallerschlimmste. Und klar versuche ich meine Liebsten um mich herum zu verbessern. Wenn ich mir denke, in meinem Freundeskreis war ich damals immer die Ausländerin. Ich war ja nur unter Kroaten, Türken, Rumänen. Für mich war das noch nie ein Thema, sich auch so menschenverachtend auszudrücken. Ich habe noch nie einen Unterschied gemacht. Ich sehe da auch keinen Unterschied. Ne? Also gerade was die Hautfarbe betrifft und so. Bei mir im Fitness war ganz, ganz lieber, also gebürtig, also Wurzeln hat er in China. Und der war halt echt Zucker. Ich habe den geliebt. Der hat aber nur kurz da gearbeitet. Und der hat mir auch gezeigt, so wie ein eigener Kommilitone von ihm sich halt eben so alltagsrassistisch ausgedrückt hat. Und viele im Alltag merken halt einfach nicht, wie verletzend das ist. Wie dumm das einfach ist. Ne? Also anders möchte ich das auch nicht ausdrücken wollen. Ich frage mich zum Beispiel auch, warum muss man heutzutage noch schwulenfeindlich sein? Warum muss man gegenüber Transpersonen so viel Angst haben? In Amerika geht es ja voll ab, was das betrifft. Und wir brauchen uns nicht zu verstecken und sagen, ja, aber bei uns nicht. Auch bei uns. Auch mir sind respektlos diesen Menschen gegenüber. Und da schämt man sich so sehr. Da schämt man sich einfach so, so sehr. Da fällt mir einfach gar nichts mehr ein. Ja, und es ist einfach echt überall. Ich werde jetzt heute noch ein Video über Prinz Markus reagieren. Das ist ja auch ein Menschenfeind schlechthin. Dieser Typ, echt. Das ist so ein originaler. Ich will es gar nicht sagen, sonst verliere ich meine Monetarisierung. Und wir schlittern da einfach in eine Richtung, wo es uns nicht gut gehen wird. Und das ist halt nur mal Fakt. Und wenn man sich das mal vorstellt, dass die AfD an die Macht kommen würde, wir würden einige Rechte verlieren. Und ja, mir macht das bewusst Angst, muss ich sagen, so wie es ist. Na, also, dass sich da halt einige Leute einfach gar nicht im Griff haben. Ich find das richtig unangenehm. Und auch dieses, wenn Wahlen sind, dass man immer nur die gleichen Scheißparteien wählt. Warum kommt man denn nicht auf die Idee, es gibt doch gerade für Erstwähler, gibt es doch den wunderbaren Wahl-O-Mat. Den werde ich bei der nächsten Wahl auch wieder nutzen, um zu gucken, wo liegen beispielsweise meine Interessen, was soll ich wählen, wie kann ich die kleinen Parteien unterstützen. Denn Fakt ist, wenn wir das nie so machen, wie sollen denn die kleineren Parteien Chancen haben? Ne? Also, ich hätte nie gedacht, dass ich hier über Politik spreche. Aber dieses menschenverachtende Verhalten hat halt zum Teil eben auch mit
Politik zu tun, wo ich mich halt einfach. Man will sich manchmal einfach nur noch schämen, oder? Geht es ja auch so. Das ist einfach wild. Einfach nur wild. Schreib mir gerne mal deine Gedanken dazu unten in die Kommentare, denn ja, ich gebe zu, also mir ist ganz schlecht, was die Zukunft betrifft. Mir ist ganz, 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 ganz schlecht. Und bei den älteren Leuten, da kann man sich ja wenigstens noch so ein bisschen dahinter verstecken, frei nach dem Motto, das war jetzt nicht so eine geile Idee, scheiße. Ah, das geht nicht. Das ist das Falsche. Mist. Das ist das Falsche. Bei den älteren Leuten kann man sich wenigstens noch so ein bisschen dahinter verstecken. Die kennen es nicht anders. Wobei das auch keine Entschuldigung ist. Das muss man an der Stelle auch sagen. Gerade die Jüngeren. Und ich kenne da schon so ein paar Jüngere, die ab und zu mal was richtig Heftiges sagen, wo ich fühle mich dann immer dermaßen vor den Kopf gestoßen. Aber ich gewöhne mir jetzt einfach wirklich an, ich sage nur noch zu den Leuten was, mit denen ich direkt was zu tun habe. Und die anderen merken dann schon, wenn ich ihnen aus dem Weg gehe, was ich von ihnen halte. Heute habe ich wieder richtig zittrige Hände. Was mich vor allem interessieren würde, ist, wie geht ihr mit Menschen um, die gehen genau vor euch mitten im Gespräch dann irgendwas Menschenverachtendes von sich geben. Zieht ihr für euch Entschlüsse, dass ihr im Nachhinein mit dem Mensch gar nichts mehr zu tun haben wollt? So ist mein Ding. Es gibt so den einen oder anderen in meinem Umfeld, wo ich, den kann ich noch nicht mal reden hören. Aber die Menschen sind mir halt auch nicht wichtig. Für mich und meine Eltern war das einfach nie ein Problem. Mensch ist Mensch. Ob er von woanders herkommt oder nicht, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Und so wie ich euch am Anfang gesagt habe, dieser Typ, der mitten durch die Ebene gelaufen ist beim Fitness und dann diese Scheiße droppt, wo ich mir dann denke, so was? Was? Wie? Was für ein Abschaum bist du eigentlich? Kann man das so lassen? Weil ich habe gerade so Probleme mit meinen Haaren. Also so wie ich das immer schon gesagt habe, je häufiger ich meine Haare wasche, desto schneller fetten sie ein. Und ich war auf so einem guten Weg, aber meiner Kopfhaut ging es halt nicht gut. Und ich nehme jetzt wieder ein medizinisches Shampoo. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Haare sind halt am zweiten Tag so eklig inzwischen schon wieder. Ich muss jetzt erstmal meine Kopfhaut wieder in den Griff bekommen. Das
habe ich in der Vergangenheit schon mal geschafft, das werde ich auch jetzt schaffen. Und ich merke das immer, wenn mir besonders viele Haare ausfallen, dass die gerade nicht in Ordnung ist. Bin jetzt gerade wieder auf einem guten Pfad, muss ich sagen. Ich lerne aber auch gerade mit dem Thema Stress anders umzugehen. Ja, also gerade was ADHS betrifft. Ich versuche gerade zu verstehen, wo dieser Stress und dieser so gegen sich selber auch so dieses so extrem streng sein und zu verstehen, manche Dinge gehen nicht, manche Dinge kann ich nicht. Und wir leben halt in einer neurotypischen Welt und würde jetzt zu weit gehen. Diese Thematik bespreche ich auf meinem Zweitkanal, falls dich das interessiert. Und da versuche ich gerade anders so ein bisschen mit mir umzugehen. Und gerade was das Thema Stress betrifft, da war ich sehr, 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 sehr unpfleglich. Ich habe jetzt vor kurzem wieder einen Livestream gemacht und da habe ich ein Video von der Sylvia angeguckt. Und ich weiß noch, wie ich das angeguckt habe, wo es noch gar nicht klar war, dass das mich auch betrifft. Und dieses zweite Mal angucken, das war halt auch so ein mega Aha, ne? Ein megamäßiger Aha-Effekt. Zu versuchen, nicht alles zu zerdenken, zu zermalen, fällt mir unwahrscheinlich schwer, muss ich sagen. Aber ich tue mein Bestes. Ne? Also vor allem, man darf halt auch nicht zu streng zu sich zu sein. Gerade Menschen wie ich, bei denen halt ADHS dann im Nachhinein erst so unwahrscheinlich spät diagnostiziert wird, da klären sich auch viele Dinge auf im Leben, was halt so passiert ist und so. Und deswegen versuche ich halt eben auch mit so Menschen, die eben so eine misogyne Scheiße zum Beispiel ablassen, frauenfeindlich, ne? Oder eben eine rechte Position haben, einen Alltagsrassismus von sich geben. Ich versuche mit diesen Menschen nicht mehr zu streiten. Denn ich war früher immer jemand, ich habe das Maul aufgemacht. Ich habe immer mit den Leuten rumgestritten. Ich habe mir immer Ärger damit gemacht. Und ich habe mir eins geschworen, damit es wirklich Schluss ist. Das schadet mir. Und ich gehe diesen Menschen zukünftig wirklich aus dem Weg. So, ich starte jetzt in den Tag. Meine Haare sind aufgewascht, trocken. Und ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüssi!